Die Coors. Das ist nicht der neueste Blockbuster aus Hollywood. Die Coors sind Studentenverbindungen mit sehr langer Geschichte. Die Coors sind mittlerweile 225 Jahre alt, aus den Ursprüngen der Französischen Revolution. Erhalten hat sich über die Jahrhunderte, kann man mittlerweile sagen, das Prinzip der lebenslangen Freundschaft, der Verbundenheit der Co-Brüder untereinander, der Freundschaft zwischen den Generationen, der Austausch zwischen den Generationen, zwischen Studenten und Berufstätigen. Dabei wird die Tradition und das, wofür die Coors stehen, selbstverständlich gepflegt. Die Kopfbedeckungen kommen natürlich aus dieser Zeit, die sind uns erhalten geblieben. Wir wissen aber, dass Tradition ja nicht bedeutet, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer weiterzugeben. Und die traditionellen Kopfbedeckungen, die Bänder, sind einfach der Ausdruck der Zugehörigkeit zu dem jeweiligen Chor. Insgesamt haben wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in Belgien und im Baltikum und in Ungarn mehr als 100 Chors unseres Verbandes und 65 unseres Schwesterverbandes. Das ist der Weinheimer Seniorenkonvent. Bereits 1848 wurde der Kösener Seniorenkonventsverband gegründet, mit Tagungsort Bad Kösen an der Saale. 1888 wurde der Verband Alter Chorstudenten gegründet, das war seinerzeit in München, um den Zusammenhalt zwischen den Jungen und den Alten besser zu manifestieren und diesen Netzwerkgedanken besser zu leben. Das bedeutet, dass die aktiven Studenten wie auch die, die das Studium schon eine ganze Weile hinter sich haben, in Verbindung bleiben, um sich untereinander auszutauschen, aber auch zu unterstützen und die Zukunft nicht nur der Bildung aktiv mitzugestalten. Es geht darum, das Organisieren zu lernen, das freie Reden zu lernen. Es geht darum, sich mit den alten Herren zusammenzusetzen, aber auch in gewissen Punkten natürlich auseinanderzusetzen. Und auch das soziale Engagement ist Teil des Chorslebens. Es gibt verschiedene Chors, die zum Beispiel gemeinsam Blutspenden gehen. Wir denken jetzt gerade in der Mannschaft des Vorortes, da sind wir 5 Personen mit unseren Chors, sind wir weit über 80 Aktive und Inaktive, denken wir darüber nach, eine Knochenmarkspende durchzuführen. Die Kategorisierung ist ja relativ teuer, deswegen schreckt das sehr viele. Wir haben sehr viele alte Herren, ehemalige Aktive, die Ärzte sind und die sich bereit erklären würden, diese Kategorisierung für uns kostenlos durchzuführen. Und somit könnten wir dann die Knochenmarkspende durchführen. Aber das gibt es auch in anderen Bereichen soziales Engagement, nicht nur jetzt auf Blutspenden oder Knochenmarkspenden. Die Coors sind offen für alle Vollzeitstudenten. Weltanschauung oder Fachrichtung ist dabei unrelevant.